Moin. Willkommen zurück bei F1 2018. Dieses Mal der große Preis von Singapur. Wir haben gerade unsere Quali hinter uns gebracht. Bennen auf Platz 1, gerade so. Ja, bei mir lief es nicht so gut. Ich bin auf Platz 9 gekommen. Und ja, sehen wir mal, was das Rennen sagt. Und wie ihr sehen könnt, ist das ganze Rennen über zum allerersten Mal in dieser Saison Regen am Start. Also, ja, zweimal grün. Ja, Nehmen kann wir. Nee, nicht mal der. man, ja. Nur die langweiligste Reifenstrategie. Ja, eine Farbe nur. Also ich bin bereit, let's go. Naja. Oh, das ist aber Singapur, ey. Ich habe mir doch jetzt hier gleich alles kaputt. Wird ein kurzes Rennen für mich. Das jinx ich jetzt schon. Was für ein Scheißstart. Aber ich sehe ja kaum was. Erstmal ist der Auto auf der Strecke halten in den Wetterbedingungen. Alonso gibt es bekämpfen, der Junge. Alonso, beherrsch dich, Junge. Na, wenn es ganz drin regnet, heißt es auch kein, der ist. Gott, fühlt sich das an, das Auto, ey. Man muss erstmal die Jörn in die Trocken fahren. Einen Platz habe ich schon mal gut gemacht. Nur nicht zu viel riskieren, dass du irgendwas kaputt machst. Das war richtig schlecht. Aber nichts kaputt, alles okay. Wo wird jetzt hier große Grün bei der Strecke? Viele Möglichkeiten hast du ja hier nicht. Nee. Rutsche ich denn hier so? Alonso, hau ab! Verwarnung, ja, na klar. Eine Verwarnung wegen Kollision. Habe ich auch schon einen am Anfang mit Wille. Ich krieg keine Chance. Das war schon mal fett. Da fahre ich ja eigentlich einen Wagen oder einen Schlitten. Ein Schlittenwagen. Okay. Einunddreißig Runden. Jawohl. Zwei Minuten acht habe ich eine Runde gehabt. Na gut, das war die erste mit dem Start, die ist immer 10 Sekunden langsamer. Eins 57 ungefähr habe ich jetzt gebraucht. Ich komme an Grosjean nicht ran, ja.
Aber ich komme vom Vettel wenigstens ein bisschen ab. Vettel war schon Alonso. Was ist jetzt? Ach, Vettel. Er ist weit vorne. Na, von dem konnte ich mich ein bisschen absetzen. Oh, jetzt komm mal her. Da habe ich mich schon kaputt gesehen, gerade. Ist aber nichts kaputt. Nee, nee. Ich bin da aber ganz knapp an der Wand vorbeigefahren. Kann der gerade ein bisschen abgekotzt haben und eine Verwarnung bekommen hat. War aber nicht gewollt. Aber wie kann es sein, dass der Typ mir auf der Geraden davonzieht? Irgendwas passiert. Es ist ja auch ein Auto raus. Ja, das ist ein roter Punkt, dachte ich erst. Also Ferrari, aber es ist ein Amt. Na, Vettel kann es nicht sein. Der Regen könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,9 Sekunden. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Das ist ein Sauber, der da raus ist. Entweder Eriksen oder Leclerc. Ey, trotz abkürzen, gell, krieg ich Grosjean trotzdem nicht, ey. Willst du wieder 3 Sekunden haben, oder was? Ja, wenn ich vor allem abkürze, krieg ich 3 Sekunden. Ey, gib mir ein bisschen auf den Keks, weil er nicht vorbeikommen, ey. Oh. Nervt. Überholen auf der Strecke ist nicht so einfach. Würde mal reichen, wenn ich mal rankommen würde. Achso, weil du vorbeikommen gesagt hast. Naja, meine allgemein die Frage, ob man die große überholen will. Das kann ich ja nicht sagen. Kannst du nur drauf setzen, besser aus der Kurve rauszukommen und den dann da irgendwie zu überholen, wenn du an einen dran bist. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich fahr Mercedes, du Lappen. Kann doch nicht sein, dass der hier schneller ist als ich. Ich fahr Mercedes, du Lappen. Oh. Das war jetzt uncool. Ah, oh, das ist Gott. Könnte ich jetzt dafür verantwortlich sein. Was hast du gemacht? Ich hab den ein bisschen geknutscht und haben uns beide ein bisschen rausgedreht. Aber es ist kaputt gegangen. Denk an deine Delta-Zeit, dass du da nicht am Boden bist. Die Grosjean hat schon wieder... What? Wie kann der vor mir sein? Den hat jetzt auch rausgedreht. Irgendwas? Ach komm!
Schub genug ist, um ans Slicks zu denken. Lass uns noch eine Weile auf den Intermediates fahren. Peter, sagen wir wieder weg. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen. Gleich kommen die grünen Flaggen. Jetzt. Mir alles gar nichts gebracht. Der Schorn ist sogar weiter weggekommen dadurch, ey. Ja, und ich Vettel ist auch näher rangekommen dadurch jetzt. Das ist eigentlich lächerlich, den hat's ja auch mit rausgekriegt. Wir können ja weiterfahren, so weit vorne. Ich weiß ich nicht. Ja, 3,6 Sekunden bei der warme Vorsprung. Oh, was geht mit? Aber ich schlüpfe hier übel drin. Alles klar. Das 23,5 Sekunden Vorsprung, natürlich. Ja, du hast ganz andere Sorgen, als an mich zu denken. 4,1 Sekunden. Ich komme an den einfach nicht ran. Gibt's da nicht? Also allein der Sechste, wie weit weg der ist, ist der Wahnsinn. Na gut, den hab ich auch gedreht, okay. Richtiges Safety Car wäre mir irgendwie lieber gewesen. Ich glaub, so ein scheiß virtuelles. Ich weiß nicht, ich kann ja noch kommen. Oh, 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 was war das? Das ist richtig Spaß auf der Strecke, ja? Ich hätte Standards wieder nehmen sollen, ey. Ich glaube, das hätte das viel zu langsam. Also für mich zumindest. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 26,2 Sekunden. Du kannst knicken. Wenn ich das Rennen zu Ende fahre, dann läuft das ab. Achso, es kommt ja noch Boxenstopp. Ja, nee, dann. Ich krieg den nicht, könntest du sowas unprofessionell geben. Ich fresse ja übelst auf Standard viel Benzin, ey. Rechne damit, dass du in etwa zwei Runden reinkommst. Vielleicht denke ich, dass man keine Wiederholung hat vom Rennen. Ich kann nur gewissen, wie der war mal da wieder rausgekommen ist, so schnell. Und ich habe uns beide komplett rausgedreht.
Oh, dass es kaputt gegangen ist. Ja gut, ich habe mit meinem vorderrechten Reifen angeditscht. Und dann haben wir uns gedreht. Ich will das einfallen lassen halt echt. Muss ich den Streckenplaner fragen? Was er sich denn dabei gedacht hat? Ey, Grosjean, jetzt komm doch mal her, Junge. Ein bisschen aufgeholt, aber vielleicht habe ich mir 20 Runden hier noch. Ja, die Wette ist wegplatziert, der Weg ist von mir, Junge. Hammer. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Was ist denn für ein Crip? Der ist kein Crippler, weil kein Crip existiert, Kollege. Naja, wenn kein Crip existieren würde, das würde dann wäre es dann noch schlimmer. Ich merke so schon, wie ich über den Boden rutscht. Oh, das ist kein Crip. Aber ich, wieso bin ich bei 36? 036, Alter, auf Standard. Ich muss doch mager fahren, Alter. Ja, ja, genau. Ja, genau. Also Punkte gibt's für mich diesmal nicht. Ich hab's gemacht. Flügel kaputt. Okay. Kriegst Kurve, weil ich komplett rausgerutscht bin. Obwohl ich schon langsam gefahren bin. Oh nein. Da bremst der nicht. Ja, der Benzinverbrauch ist echt hoch. Check
Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie. Fahr nicht zu schnell. Mich verarschen, Alter. Krieg. Das ist so lächerlich. Ja, das Bremsdrücken kann ich auch nicht machen. Ups, bremst und schießt bei so die Bande rein, ey. Hm. 50 war ich fast in die eine Kurve. Ja. Wir werden das ganze Rennen nicht auf andere Reifen wechseln. Alter. Genau, ich werfe das Bremsseil weg, Alter. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Ich muss jetzt wieder in die Box und Flügel wechseln. So, tschüss. What? So, tschüss. Leck mich doch fett, ey. Könnt ihr wenden, um zu gucken, wer fährt da, der fährt besser als ich. Lächerlich, ey. Gut, Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Ist auf der 2. Er war gerade in der Box. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser okay. Delta ist zu niedrig. Riskieren wir eine Strafe. Ringere sofort dein Tempo. Eriksen ist rausgeflogen. Okay. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Okay, alles klar. Oh. Das war gerade gut. Ja, bei dem Wetter nichts Ungewöhnliches. Und vor allem noch mit kalten Reifen jetzt oder frischen Reifen. Wir müssen erstmal auf Temperatur kommen und. Die Situation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollen. Ich hoffe, dass man dem Zuschauer mir die Kappe nicht zieht. Halten macht doch super aus. Hast du gute Griff. Wo ist Pedel jetzt bei mir? Hinter mir. War da auch in der Box? Ne, der war direkt mit mir in der Box. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Ach was. Man hat einige Leute boxen stoppen. Dann glaube ich gerade noch meine Teile abgefahren. Nein, hab ich nicht drauf geachtet. Das ist doch gerade eine coole Soundperspektive. Die war unter dir auf dem Körper. Ist voll drüber gefahren über die Kamera. Aber bei mir sieht das so aus in der Kamera, dass du nur driften würdest.
Fahrer schnellste Runde des Rennens gefahren. Oh, bisschen früh. Hat jemand probiert? Nee. Okay, pass auf. Aber wir waren nur wegen Streckenbegrenzung überschritten. Okay. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich noch eine Strafe krieg. Ja, 6,5 Sekunden Vorsprung. Aber es ist auch noch über die Hälfte des Rennens zu gehen. Ja, mein Spoiler liegt mal links an der Ecke. Hätten sie auch ruhig mal wegräumen können. Können sie ja da liegen lassen, dann kann ich den, wenn ich meinen mal verliere, da aufheben. Regen ist auch echt mühsam zu fahren, ey. Gerade auf der Strecke. Ich wollte gerade sagen, gerade auf so einer Strecke, ey. Du hast doch Regen gerannt, oder so. Ja, du halt, bist du auch jetzt frei. Platz 6, Platz 7, ganz schön große, ganz große Lücke dazu. Ich frage mich nur warum. Oh. Ich war zwischen 7 und 8 war ich. Nicht zwischen 6 und 7. Ja, aber den 7. hat der mitgenommen. Was? Soll ich rumholen, also mal raus, vor mir rauskommen. Da liegt sogar noch mein Ding. Flügel. Stoffel ist jetzt da. Stoffel? Stoffel. Jo, würde ich nicht mehr allzu viel passieren, wenn du keinen Unfall baust. Muss das ja jetzt sagen, gell? Jo, was soll man da jetzt noch groß sagen? Das
Schauen wir einfach Venom zu und genießen das Rennen. Das wäre vielleicht gewinnt. Deine Reifen sehen noch top aus. Lass uns dafür sorgen, dass das möglichst lange so bleibt. Ich habe mit 3 Runden plus Benzin mitgenommen, gell? Ich habe das ganze Rennen nur auf Standard gefahren, nicht mal auf Fett irgendwie. Und habe jetzt nur noch 0,87. Ja. Ich habe auch übelst das Zeug verballert. Wir haben einfach kein Fett gefahren. Ich denke mal, das ist ja auch, weil du zu viel runterbremsen musst und wieder hochbeschleunigen. Ich muss viel schalten. Sehr viel schalten. Fälle ist näher gekommen. Na, war nicht gut gefahren. Aber auch nur eine halbe Sekunde. Der Abstand zum Hintermann beträgt 6,1 Sekunden. Wie nennt sich eigentlich deine Folge? Ich bin wieder weg, oder? Mal schauen. Das kann man ein bisschen halt selbst von den Strecken geschafft haben. Und der Wahnsinn. Na, du hast es. Wetter verzögert sich das alles nochmal um 10 Viertelstunde nach hinten. Das ist Wahnsinn. Jetzt besser. Ich glaube, das wird noch ein Stück weggekommen sein, so ein Viertel. Eine Sekunde. Also insgesamt ist es 7. Eben etwa 6 gehabt, was ich gesagt hatte. So wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Was hat sie mal auf Grünwalder fahren? Naja. Kann mir nicht vorstellen, dass man hier nochmal auf trocken fährt. Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Zwei Runden bis zum Boxenstopp-Fenster. Den nächsten Stint bekommst du Intermediates.
Bottas fast 8 Sekunden Vorsprung. Meine größte Angst ist immer noch, mein Auto kaputt zu machen. Glaube ich bei dem Wetter. Und bei der Strecke, wo ein Fehler reicht, einmal zu spät gebremst und bis zum Arsch. Keine Dummheit. Ach, ich doch nicht. So wie du gestern meinst du? Ach was. Dein Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen. Alles easy gestern. Natürlich. Na, oder nicht? Nach deinem Dreher nicht mehr so viel. Ach was. Alles easy. Abstand zu Raikön, aber über 20 Sekunden. Na, der ist ja jetzt an der Box. Ah, ne, Vettel war an der Box. Oh Gott, so.
Platz 4 oder so. Na, ich will jetzt auch in die Box schauen am Ende der Runde. Die Reifen sind durch. Die haben ja so ein 58% hinten. Okay. Nur noch 0,01, ich muss jetzt ein bisschen auf Mara fahren, ne? Muss ich auf einer. Das war unser letzter Boxenstopp, keine Boxenstopps mehr. Safety Car, ich hab bei mir ein bisschen getanzt. Okay. So, jetzt noch 9 Runden lang das Auto ganz lassen. Ach, oh, der geht mir auf die Eier. Wer geht dir auf die Eier? Chef. Ach so. Weil du mir gerade zum, weiß ich nicht, wie vierten Mal erzählt hat, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, um auf Slicks zu wechseln. Ja. Das wird das ganze Rennen nicht der richtige Zeitpunkt sein. Richtig. Boah, was ist denn hier los? Über Runde. Kommen ja warme 100 Autos aus der Box. Ja, waren gerade einige in der Box. Und dann geben sie eigentlich mal der ist. Haha, Regen ist schlecht.
Das ist jetzt echt keine gute Stelle zum Überrunden. Ich habe ja war immer wieder 0,5 plus, wo ich 1-2 Runden nach Mark gefahren bin. Zettel kann sich ruhig an den kaputt fahren. 8 Sekunden hat sie Vorsprung. Ah, da muss sie aber erstmal noch überrunden. Oh. Deswegen wird die Zeit auch noch mehr. Schon fast 9 Sekunden. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen.
Einmal sind es 11 Sekunden. Da bin ich schön getriftet gerade. Ja. Habe ich bei Tokyo Drift gelernt. Klar. Ja, Mann. Zeit wird's, ich hab gar keinen Bock mehr auf die Strecke. Obwohl die ja eigentlich geil ist. Das ist ja keine schlechte Strecke, nur im Regen macht die keinen Spaß. Naja, im Regen ist das mehr Arbeit als alles andere. Hocke ich den Ball im Kofferraum, oder? Alter! Was macht denn der? So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Es kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Fein, ich bin schon links von denen und der zieht nach links. Vettel kann schon so kämpfen mit der Überrundung, ja?
Hab's ja bald geschafft. Das war ein guter Vorsprung vor Pferde, ja. Und das nur wegen der Überrundung, die er da hat. Und der ist immer noch nicht durch. Hat noch zwei Autos oder so vor sich. Fahren wir halt noch ein bisschen im Urlaubsmodus. Abstand zum Hintermann beträgt 21,0 Sekunden. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 21,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Intermediates. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,0,2. Oh, Ricciardo ist ja direkt an der Felle, oder was? Vielleicht kriegt er den dann noch. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde. Letzte Runde, glaube ich nicht. Komm schon, Ricciardo, push dich. Aber wenn nichts mehr passiert, dürfte ich mit zwei Punkten dann WM-führender sein.
Da bin ich endlich da, wo ich hingehöre. Wo ich hingehöre? Ja, Mann. Hast nichts gesehen. Okay. Meine Fresse. Oh. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Oh, Ranglister. Ich hab meinen 6. Platz verhalten. Yay. 7 Punkte Vorsprung. Und du bist Erster mit 5 Punkten. Hast es geschafft. 5 Punkte? Mhm. Ach, Ricciardo ist doch noch vor Vettel gekommen. Ernsthaft? Ja. Tatsache. Na so. Alter, guck dir mal die Zeit an. Der ist irgendwie 0,2 Sekunden. Gut. Machen wir weiter. So, das war's dann mit dem großen Preis von Singapur und in der nächsten Folge sehen wir den großen Preis von Russland. Gut, bis dahin, haut rein, euer Doomsday und der Venom bei F1 2018.